Hey Leute, total schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich einfach mega, dass wir weitermachen mit der Bücherregaltour. Und toll, dass du immer noch an Bord, am Bücherbord bist. Es geht weiter mit den Buchstaben H, I, J und K. Und bekommen wir da nicht einen halben Schluck auf sogar? Hick, besser kann es doch gar nicht sein, oder? Deswegen, let's go, ich verschwinde, ich mache mich klein, ich rutsche mal in die Ecke. Nicht etwa, weil ich das Tanzzeug aufbauen will. Nee, ganz im Gegenteil. Ich will euch teilhaben lassen an meinen Gedanken zu den fantastischen, großartigen Büchern. Knut Hamsun, Mysterien und Hunger. Ganz, ganz wichtige Literatur, weil Knut Hamsun als Autor in die menschliche Psyche schauen wollte und er wollte diesen vielfachen und so wendungsreichen Bewegungen der Psyche nachgehen. Und das ist natürlich häufig dann nicht immer ganz einheitlich. Manches versteht man nicht, manches ist offenbar widersprüchlich, manchmal widersprechen sich die Figuren auch, nehmen die eigenen Gedanken zurück, weil wir Menschen so sind. Wir sind nicht geradlinig und straight und lassen uns von A nach Z immer gerade interpretieren. Quatsch, wir bestehen aus so vielen Facetten, wir sind eigentlich Dynamit, das vage zusammengehalten wird von verschiedenen Identitätskonstrukten oder eben Regeln. Ja, und Knut Hamsun hat das verstanden und hat das nachvollzogen in seiner Literatur. Und das ist Weltliteratur. Segen der Erde ist anders, ist ruhiger erzählt. Erinnert mich eher an ein Browser-Game bei Facebook. Ja, man baut so einen kleinen Bauernhof auf, kauft sich noch ein Pferd und dann Schafi dazu und alles wird größer. Genauso passiert es hier auch. Manche haben ihm vorgeworfen, dem guten, unguten Knut Hamsun, er sei rückwärtsgewandt und es sei eigentlich so naturutopisch, allzu romantisch. Ich fand es auch nicht ganz so unterhaltsam, aber insgesamt mag ich den schriftstellerischen, den literarischen Knut Hamsun extrem gerne. Daneben Thomas Hardy mit Tess hat ein ebenso wichtiges Werk abgeliefert, auch hier ein englischer Klassiker, den ich gar nicht genug rühmen kann. Tess gehört für mich in eine Riege mit der Effie Briest, die übrigens ein 5-Sterne-Buch ist, kein 3-Sterne-Buch, auch wenn das manchmal verwechselt wird. Aber natürlich gehört da auch noch hin die Madame Bovary oder vielleicht auch die Anna Karenina, die ich noch nicht gelesen habe. Also Werke, in denen es um junge Frauen geht, die vergewaltigt werden, die geschunden werden von der Gesellschaft. Und in dieser sozial revolutionären, so sprachlich reichen Literatur kann man auch heutige Machtstrukturen erkennen und ihnen entgegentreten. Was will man mehr? Was erwartet man mehr von Literatur? Besser geht's doch gar nicht. Wolfgang Herrndorf, Sand. Für mich ist Herrndorf insgesamt ein großartiger deutscher Autor. Vor allem natürlich Arbeit und Struktur hat mich so viele Tränen gekostet und wird garantiert auch noch in 1000 Jahren gelesen, falls die Erde dann noch existiert. Denn dieser existenzielle Kampf gegen einen Glioblastom, gegen den Gehirntumor, gegen das eigene Dahinscheiden, gegen den Tod könnte wichtiger gar nicht sein, könnte wuchtiger gar nicht sein. Also ich habe dieses Buch gelesen, habe mir dabei alle Fingernägel abgekaut. Und das will ich jetzt überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich war selten von einer Literatur so berührt. Auch wenn es natürlich kein Roman ist. Aber auch Sand fand ich gut, auch in Plüschgewittern finde ich gut. Und ebenso den Jugendbuch-Klassiker Chick. Judith Herrmann daheim ist für mich ein ambivalenter Fall, denn Judith Herrmann hat wahrscheinlich eine gute Sprache, das hat mir schon gefallen, das war das erste Buch, das ich von ihr jetzt gelesen habe. Also die einzelnen Szenen haben mir durchaus gefallen, die Sprache finde ich ganz gut, aber für mich hat Judith Herrmann hier ein Tiramisu-Buch abgeliefert. Die Geschichte, die Story, der Kern ist im Prinzip relativ banal, schnell erzählt, eine Frau zieht um an die Küste, lernt dort ein paar neue Menschen kennen, erinnert sich. Und weil das eben nicht so viel hergibt, baut Judith Herrmann jetzt verschiedene Tiramisu-Schichten ein, deswegen Tiramisu-Literatur. Nehmt das bitte nicht so bierernst, liebe Judith Herrmann-Fans. Ja, versucht jetzt nicht, oder natürlich schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber sie baut jetzt eben so Bezüglichkeiten auf, sie baut Bilder auf, eben verschiedene Schichtungen, Abstraktionsgrade, Referenzen, sodass man am Ende den Eindruck hat von scheinbarer Opulenz, von Gravitas, von der Bedeutsamkeit. Und das hat mich, nachdem ich das für mich so durchschaut hatte, gestört. Patricia Highsmith, Der süße Wahn, eine Liebesgeschichte, ein Kriminalroman mit tragischem Ausgang, mehr sei nicht verraten. Für mich ist Patricia Highsmith eben auch verbunden mit dem talentierten Mr. Ripley, den ich damals gelesen habe, sehr geschätzt habe, den ich dann auch gesehen habe. Und ich habe mich einfach nicht satt sehen können am wunderschönen Jude Law. Hermann Hesse, Der Steppenwolf, in aller Kürze, ich bin kein Fan dieses Buches, ähnlich wie Der Fremde von Camus, für mich ein Roman vor allem für junge Männer, die ankommen in der Gesellschaft und bemerken, ich bin anders,
Die anderen sind doof, die sind so traditionell, so bürgerlich, spießig. Ich bin aber ein Künstler, ich habe eine weiche Seele. Für mich ist das zu dichotomisch, zu deutlich mit den Extremen arbeiten. Entweder Künstler oder Bürger, sind wir nicht alle irgendwie beides? Dann auch dieser große Verriss des bürgerlichen Lebens. Ja? Ein Bürger, der darf keinen Goethe bei sich zu Hause im Bücherregal besitzen, denn nur ich als Künstler verstehe das und er benutzt ihn nur, um sich besser zu machen. Also da ist häufig so eine generische Anklage, so eine Vorverurteilung enthalten. Der Jazz, die ganze schreckliche Jazzmusik, was soll das? Sagt dieser Steppenwolf ja auch. Manche erkennen darin natürlich eine Ironisierung, die erkenne ich nicht. Leider für mich ist das ein eher unironischer Roman gewesen. Und dann dieses Theater am Ende und dann auch der Schriftzug nur für Verrückte. Ich glaube, dass sich sehr viele junge Männer eben darin wiederfinden konnten. Für mich ist das keine besonders interessante Lektüre gewesen. Frank Herbert, Dune, der Wüstenplanet, Unterhaltungsliteratur, Sci-Fi, finde ich völlig in Ordnung. Habe ich gelesen, wie ich einen Film anschaue. Es hat mich gut unterhalten, danach hatte ich aber auch wieder vieles vergessen. Und gerade die Gedanken fand ich erschreckend schlecht dargestellt. Alle Menschen denken in so einer Urschleimsuppe. Das unterscheidet sich überhaupt nicht. Es wird auch einfach so hineinmontiert mitten in den Text. Was sollte ich jetzt tun? Sollte ich ihr meine Liebe gestehen oder musste ich nicht doch erst den Planeten retten? Und so in diesen großen pathetischen Formeln denken alle Menschen, hat mich einfach jetzt nicht so berühren können. Oder auch, eigentlich geht es weniger um das Berührtwerden, denn das war schon der Fall. Auch die Schilderungen dieser Kämpfe fand ich mitreißend. Aber intellektuell fand ich es halt eher unterkomplex. Khalid Hosseini, Traumsammler, da könnte ich eigentlich ein ähnliches Verdikt aussprechen, auch das unterkomplex. Es hätte ein so wunderschönes Buch über Afghanistan sein können, aber Hosseini opfert das zugunsten einer ja irgendwo auf der Welt möglichen Geschichte. Das wird also dann plötzlich in generische Liebes-, Freundschaftstreue oder Missbrauchs-, Schablonen gepresst. Und dadurch fand ich das Buch dann auch nicht mehr besonders spannend. Michel Houellebecq, Unterwerfung. Houellebecq ist ein Autor, an dem sich natürlich viele reiben. Auch ich hin und wieder. Ich habe von ihm viel gelesen. Das meiste davon ist mir irgendwie abhanden gekommen unterwegs. Ein Autor, der häufig als tendenziös, als zu aggressiv bezeichnet wird. Vielleicht anti-links, anti-muslimisch, antidemokratisch und was man ihm noch vorwerfen möchte. Ich mag Houellebecq sehr gerne, weil er Diskussionen wirklich eben auch in die Literatur bringt, weil er die Bedeutsamkeit von bestimmten Epochen oder von bestimmten Ereignissen eben auch nicht unterdrückt und seine Meinung hier kundtut. Man weiß natürlich auch nicht, ist das alles ein literarisches Spiel? Geht es ihm wirklich darzustellen, dass Menschen, die ein Einzelbett besitzen, eigentlich die ärmsten Säue sind, die arme Socke sozusagen der Gegenwart? Oder ist das nicht alles nur ein beabsichtigter Affront, ein Diskussionsauslöser? Ich mag das. Für mich ist das kraftvolle Gegenwartsliteratur aus Frankreich. Florian Illis, 1913, ein schönes Buch, wenn man mal wissen will, was hat Kokoschka im Mai 1913 gemacht? Woran hat gerade Stefan Zweig geschrieben? Was hat Thomas Mann gegessen? All das wird man in diesem Buch, in diesem Doppelbuch sogar beantwortet finden. Der Tod, das Thema ist das, ein japanisches kleines Büchlein, über das ich kaum noch was sagen kann. Es ist ein Buch wie ein Blatt, das man betrachtet, das vom Baum fällt, im Winde hin und her geworfen wird, aus dem Sichtfeld verschwindet. Man hat eine Erfahrung und man hat eine Wahrnehmung, die man dann auch in Kunst verarbeiten kann und die vielleicht sogar sinnlich, ästhetisch schön ist, aus der sich aber für mich ganz subjektiv nichts erarbeiten lässt. Katsu Ishiguro, was vom Tage übrig blieb und alles, was wir geben mussten. Das Erstgenannte, das Rote Buch, war für mich große Literatur. Ein Werk über die Selbsttäuschung des Menschen, der sich einem falschen Herrn verpflichtet und dadurch auf der bösen Seite der Geschichte steht, obwohl man das nicht möchte, obwohl man eigentlich eine Liebe auch gesehen hat, vielleicht für einen kurzen Moment, die man aber nicht ergreifen konnte, weil man wiederum falschen Idealen nacheiferte. Für mich ein sehr intensives Werk. Ganz anders sah es aus mit Alles, was wir geben mussten. War für mich nicht nur Janusköpfig, sondern sogar quartettköpfig, vier Köpfe, und ich wusste nie, welches Gesicht schaue ich denn gerade an. Ist es gerade noch die Entwicklungsgeschichte? Ist es eine Freundschaftsgeschichte hier von drei Kindern, die in einem Internat aufwachsen? Oder ist es gerade diese absolut dystopische Geschichte? Geht es hier gerade um Piep-Handel? Geht es um die Frage, wie wir sterben? Wer Macht über unser Leben besitzt? Welche Geschichte schaue ich gerade an? Und diese Fragen sind natürlich toll, aber ich finde, man hätte das auch in einem 20-seitigen Traktätchen lösen können. Vielleicht hat er ja der Steppenwolf auch schon was dazu geschrieben, weiß ich nicht genau.
Rachel Joyce, Miss Bensons Reiseunterhaltungsliteratur, die ich nur für euch gelesen habe. Denn einer von euch, von meinen anonymen Zusehern, hatte mich gefragt, was denn Unterhaltungsliteratur sei. Und ich habe doch keine Ahnung, Leute. Also bin ich zu meinem Local Rewe gerannt und habe mir dort aus der Kruschkiste einen Spiegel-Bestseller geholt, nämlich dieses Buch. Und am Anfang fand ich es gut. Es geht um eine gemobbte Lehrerin und da ist halt meine Sympathie erstmal vorhanden. Und ich finde das interessant, dass die so negativ gezeichnet war, diese Miss Benson. Aber dann, ja, die Geschichte verspeist eigentlich immer wieder und käut dann immer wieder so zwei, drei Story-Elemente und Figuren-Elemente. Und das ist dann alles, was geschieht. Die reisen halt irgendwo hin nach Neukaledonien, um einen Käfer zu finden. Aber das ist dann sprachlich und figurentechnisch und narrativ unangenehmst gelöst, dass es mich wirklich nicht mehr unterhalten konnte. Wladimir Kamina, ausgerechnet Deutschland, lange her. Ich fand das doof, ich weiß nicht mehr genau warum. Daneben Der liebe Tun von Søren Kierkegaard. Ich glaube, dass man so ausspricht. Sophie vom Kanal Verstand kann das ja, glaube ich, immer sehr gut aussprechen. Das Dänisch, Schwedisch, Norwegische. Kierkegaard, der große norwegische, Blödsinn, der große dänische Philosoph. Und wie man sagt, Ahnherr des Existenzialismus. Der liebe Tun, ich ließ es mir schenken mit 17 Jahren von meiner Mutter. Und dann las ich es tatsächlich auch fleißig Abend für Abend. Und ich verstand rein gar nicht. Ich wusste nur, in 2 Jahren würde ja ich der nächste große bekannte Philosoph sein. Deswegen dachte ich mir, ja gut, jetzt lese ich das mal und dann schreibe ich was Ähnliches, auch wenn ich es überhaupt nicht kapiere. Das würde sich schon ergeben. In den nächsten 2 Jahren würde ich das schon irgendwie verstehen, so aus dem Nichts heraus. Würde sich das ergeben, wie eben eine Blume auch wächst, ohne dass man dafür etwas tun muss. Habe ich mir damals so vorgestellt, war ziemlicher Käse. Könnte ich heute also nochmal lesen. Ich weiß wirklich nicht, worum es geht. Sabrina Janisch, Die goldene Stadt. Ja, Unterhaltungsliteratur für mich auch scheußlichster Couleur, weil sie eben die Sinuskurve der Beliebigkeit und der Trivialität immer wieder bemüht. Schrecklich. Wunderbar. Ein Kampf. Der Tod. Ein aggressiver Hund. Die gefundene Stadt. Und weil die Figurenkonstellationen auch bemüht sind und mich nie überzeugen konnten. Viktor Jerofejew. Die Akimuden. Ein ganz untypisches Buch für mich. Es ist nämlich ein Zombie-Apokalypse-Buch. Die Zombies tauchen in Russland auf und es geht um den Kampf eben gegen diese Zombies. Und aus heutiger Sicht fragt man sich, hätten sie nicht in den Kreml auch vordringen können, diese Zombies? Oder sind sie vielleicht vorgedrungen bis in den Kreml? Man weiß es nicht. Aber ein Buch, das mich damals auch unterhalten konnte. Daneben Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin. Ja, Menschen, die aufeinandertreffen, die schieben sich aus bösester Absicht Dinge in den Körper hinein. Das ist manchmal der Penis, das ist manchmal Gehässigkeit, ein schlechter Wunsch. Manchmal sind es auch andere Gegenstände, also die Auseinandersetzung mit dem anderen ist hier prinzipiell etwas Aggressives. Die Sprache von Jelinek ist natürlich auch sehr, sehr aggressiv, möchte ich mich wiederholen, zynisch, beißend. Auch eine Literatur nicht für jede Stunde, nicht für jeder Mann und jeder Frau, aber ich mochte es, auch wenn ich nicht alles begriffen habe. Was aber, denke ich, auch selbstverständlich ist, bei großer Literatur gibt es ja immer einen Moment oder gibt es immer einen Aspekt, der völlig neu ist, der überraschend ist, eben weil diese Literatinnen und Literaten ja so besonders sind und etwas Eigenständiges zu sagen haben, kann man es, glaube ich, erst allmählich verstehen und muss vielleicht auch nochmal einen zweiten Durchgang wagen. Das müsste ich auf jeden Fall bei der Klavierspielerin. Hao Jingfang, Wandernde Himmel, das ist für mich ein Booktube-Buch, denn das habe ich damals gelesen, weil mich Sophie eben abermals vom Kanal Verstand darauf gebracht hatte. Sie hat dieses Buch gelesen, fand es toll, ich fand es weniger toll, aber ich war plötzlich ein Mitglied der Booktube-Gemeinde dank dieses Buches. Kierkegaard, noch einmal, Das Tagebuch des Verführers. Auch dieses Buch habe ich natürlich direkt nach Der liebe Tun schnabuliert und immerhin habe ich verstanden, dass es um einen Verführer geht, der junge Frauen bezirzt, was ich damals fantastisch fand. Ich meine, was mit jungen Frauen schlafen, junge Frauen abknutschen, das ist ja genial, das will ich sein. Und ich habe dieses Buch also vermutlich weit positiver interpretiert, also diese Rolle des Verführers, als das Kierkegaard vermutlich beabsichtigt hatte. Es war also eine Fehlinterpretation, die mich dann natürlich zur Philosophie und zur Literatur gebracht hatte, wenn man das jetzt etwas überspitzt ausdrücken möchte. Auch das könnte ich gerne noch einmal lesen. Mascha Kaleko, Das lyrische Stenogrammheft, eine Dichterin, wie ja schon der Titel sagt, die ich sehr geschätzt habe vor vielen Jahren. So im Studium habe ich das gelesen, auch mal in einem Seminar. Weimarer Republik fällt mir dazu ein, also in der ähnlichen Zeit wie auch Irmgard Keun. Auch eine sehr talentierte, heute nicht vergessene, aber eben auch nicht mehr besonders häufig
ja, zitierte Dichterin. Leider. Michael Krüger, die Turiner Komödie. Ich glaube, Michael Krüger ist auch angesagt in dieser Literaturszene. Vielleicht arbeitet er bei einem Verlag, ist Cheflektor oder vielleicht auch Redakteur. Ich bin mir nicht ganz sicher. Für mich aber kein besonders guter Roman. Manche Menschen haben halt Talente anderswo. Ne? Nicht jeder, der ein großer Kritiker ist, ist ein großer Schriftsteller. Und nicht jeder, der ein großer Schriftsteller ist, ist ein großer Kritiker. Und manche sind auch gar nichts und andere sind beides. So ist das eben. Wir sind, wie Paulo Coelho wusste, unterschiedlich. Das ist schön und traurig. Kleist sehen wir darunter. Heinrich von Kleist, erstmal Michael Kohlhaas, den ich gerne mochte, dessen entflammte Rache mich schon begeistert hat. Ja, denn wenn es einfach kein Recht gibt in der Welt, dann erschafft sich dieser Mensch eben zumindest ein eigenes Terrorregime und reagiert auf Ungerechtigkeit mit weiterem Unrecht. Und dann habe ich hier noch zwei Leinenbücher im schönen alten Leinengewand der Kleist. Das sind zum einen zahlreiche Dramen, von denen ich nicht alle gelesen habe. Am besten hat mir Der zerbrochene Krug gefallen. Ich meine, was auch sonst. Ich finde, das ist einfach für mich ganz persönlich, individuell das schönste Stück von Kleist. Und ich überlege seit Erschaffung dieses Kanals, ob ich nicht endlich mal ein Video erstellen sollte zur Heiligen Cäcilie oder die Macht der Musik, denn ich habe dazu in der Uni einen literaturwissenschaftlichen Aufsatz geschrieben und während dieses Schreibens an jenem Aufsatz bin ich so tief hineingetaucht in diese Schreibart von Heinrich von Kleist und fand das alles so bezaubernd, ja, wie intelligent verschachtelt er schreibt, aber das wäre vermutlich ein absolutes Nerd-Video. Ich überlege noch, ob ich das mache. Der Fliegenpalast von Kappacher, ja, es geht um Heinrich von Hoffmannsthal, der alt geworden in seinem Sommerdomizil, nicht in der Sommerdemenz, auch wenn er in die Richtung sich doch neigt. Nein, er ist dort im Pfusch, heißt es, glaube ich, wo er auch schon als junger Mann war und erinnert sich einfach an sein Leben. Empfehlenswert, eine schöne Lektüre über einen großen Künstler eben ja, im Herbst seines Lebens. Dimitri Kapitelmann, eine Formalie in Kiew. Kapitelmann hat erkannt, dass die Sprache der Deutschen ganz einzigartig ist, weil sie sich eben durch Substantivreihungen auszeichnet, eben durch Komposita. Wenn wir einen Stift in einen Becher schmeißen und diesen Becher auf eine Flasche stellen, dann erhalten wir einen Stiftflaschenbecher, so etwas in der Form. Und das könnten wir natürlich beliebig verlängern, wenn wir darauf Lust haben, aber warum sollten wir? Und damit spielt er eben immer wieder. Es ist ein karlauerndes, ein sprachverliebtes, ein sprachwitziges Buch. Die Geschichte gewinnt jetzt natürlich an Aktualität, da es in der Ukraine spielt. Er möchte in die Ukraine, um sich dort ein Dokument zu beschaffen, das er in Deutschland benötigt. Aber da die Verhältnisse in der Ukraine doch anders sind, ist das nicht so einfach. Daneben Kawabata Schneeland, für mich wahrscheinlich sogar der bislang schönste japanische Klassiker, den ich gelesen habe. Hier gefällt mir einfach so diese Mischung so gut. Es ist die perfekte Mittelmischung aus einer gerade noch möglichen Verständlichkeit des Textes. Ja, ein Mann trifft in einem abgeschiedenen Bergdorf auf, ich glaube, Komoko hieß sie, oder Kamoko, oder Komako, ach, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, offenbar eine Geisha, eine vielleicht Prostituierte, also eine Dame der Gesellschaft, und mit ihr verbringt er schöne Tage und Nächte, was aber eben dann doch wiederum auf der anderen Seite in eine Sprache gebracht wird, die sehr viel Raum für Interpretationen lässt, die häufig die Natur beobachtet, um vielleicht im Wogen, im Umklappen eines Grashalms eine Möglichkeit der Übertragung zu erschaffen. Und das alles ist aber eben in einer Szenerie, die so in Schnee bedeckt ist und die so weich und so ruhig wirkt, dass ich da als Leser mit einer großen Faszination auch anwesend war und mich fühlte, als würde ich im Nebenraum sitzen und so, ja, so ein Schlitz weit vielleicht diese typischen japanischen Fenster öffnen, diese Schiebefenster. Eine ganz tolle Lektüre. Daneben Kawabata, die schlafenden Schönen, das war wieder absolut cringe. Ein alter Mann liegt Nacht für Nacht neben nackten Frauen, die eine Droge offenbar bekommen haben, damit sie durchschlafen. Und dann sinniert dieser Mann eben über sein Leben. Also er wird offenbar auch sterben. Vielleicht ist das die Reflexion über die Endlichkeit des Lebens, über die ästhetische Schönheit, über die sexuelle Hinfälligkeit im Alter. Aber für mich war das ja im Prinzip eine ganz komische Literatur, mit der ich auch nicht warm geworden bin. Erich Kästner, für mich einer der schönsten, wichtigsten deutschen Klassiker.
Ich habe es ja schon mal gesagt, die drei Männer im Schnee haben mich über eine ganz, ganz schlimme Phase in meinem Leben hinweggetragen und haben mir doch wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Auch Fabian habe ich gerne gelesen, Erich Kästner, ein Garant natürlich für gute Literatur, auch für gute Jugendliteratur. Da steht mir übrigens noch sehr vieles offen. Ich habe von Erich Kästner weit weniger gelesen als viele von euch. Daneben Imre Kertész, Kaddisch für ein ungeborenes Kind. Auch ein Buch, das ich vor langer Zeit gelesen habe. Ich hoffe, es heißt, es ist wirklich sehr klein geschrieben. Es geht um eine jüdische Tradition. Es geht natürlich um den Holocaust, um die europäische Geschichte so der 40er, 50er Jahre. Wenn mich nicht alles täuscht, das ist lange her. Ich hatte vor allem so als jüngerer Mensch, so mit Anfang 20, vor allem das Faible für ja, Holocaust-Literatur, für KZ-Literatur, für jüdische Literatur in der Diaspora oder eben davor. Das war für mich so einfach die Literatur, die sich am tiefsten in mich hineingefressen hat, die mich irgendwie am erschütterndsten oder am erschüttersten, erschüttertsten, am erschüttertsten, naja, die mich irgendwie am kaputtesten zurückgelassen hat. Und das wünschte ich mir damals von Literatur. Daneben eine japanische Gegenwartsautorin, Hiromi Kawakami, die 10 Lieben des Nishino. Ich erinnere mich, dass ich manche dieser Liebesgeschichten sehr schön fand, andere fand ich nur störend oder vielleicht auch mit einer sexuellen, ja, Ekelhaftigkeit beschrieben, die ich nicht so richtig begründen konnte und bei der ich mich immer fragte, ob es vielleicht Absicht oder Übersetzungsproblematik oder vielleicht auch offen eingestandener Sexismus sei. Ich wusste es nicht so richtig und ein Buch, ja, das für mich halt so vorbeigewandert ist, wie manchmal die Landschaft vorbeiwandert, wenn man im Zuge des Lebens sitzt. Daniel Kehlmann, Till und Ruhm. Kehlmann ist in meinen Augen einer der wichtigsten deutschen Gegenwartsliteraten. Ich lese ihn zumindest außerordentlich gerne. Till habe ich total gerne gelesen und Ruhm ebenso und auch die Vermessung der Welt. Dazu habe ich meine erste Arbeit geschrieben, damals noch im Gymnasium. Und ich erinnere mich an meine euphorische Deutschlehrerin, die immer schrie, das ist eine Doppeldeutigkeit des Titels, die Vermessung der Welt, wie großartig, wie hervorragend. Und auch ich habe mich natürlich darüber gefreut und mochte diese Geschichte, vor allem das Herumwarten in der Sauerstoffarmut oben auf dem, wie heißt der, Chimborazo? Wer ist es denn? Alexander von Humboldt, glaube ich, der dort oben herumwandert mit seinem Gefährten und so im halben Delirium eigentlich gar nicht mehr weiß, wo er gerade noch ist. Das fand ich wirklich fantastisch. Und auch diese ganz besondere Wiedergabe von Redeanteilen. Also ich erinnere mich sehr gerne an meine Lektüre-Erfahrungen mit Daniel Kehlmann. Daneben Irmgard Keun, eine deutsche Klassikerin, von der ich gelesen habe, Gilgi. Dann Das Kunstseidene Mädchen und Nach Mitternacht. Ich mochte alle Bücher gerne bis sehr gerne, besonders Das Kunstseidene Mädchen und Gilgi. Diese beiden Werke gehören für mich zu den größten Klassikern der deutschen Literaturgeschichte. Und ich glaube, dass Irmgard Keun eine der drei größten, wichtigsten, tollsten Stilistinnen der deutschen Literatur ist. Und bei Stilistinnen inkludiere ich auch die Männer. Das liegt daran, dass sie extrem charmant und witzig schreibt und dabei so einfach zu schreiben scheint. Aber wenn man das genauer anschaut, dann erkennt man ihre unfassbar talentierte Fähigkeit, Figurenzeichnungen in diese charmanten, scheinbar so, so locker dahinfließenden Redeanteile zu packen und auch eine sehr ironische Kritik an Personen und an Zeitumständen. Das ist eine Kunstfertigkeit, die schwer zu übertreffen ist. Eduard von Keyserling, Beate und Mareile, auch das ist ein deutscher Klassiker, der mich weit weniger interessiert hat. Da ist sehr vieles in so typisch romantisch überbordende Gefühlswelten getaucht. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Es gibt natürlich auch zahlreiche Bruchstellen. Dieser Mann, der immer mal wieder sehr negativ gezeichnet ist. Aber insgesamt hat mir hier eben dann doch eine gewisse Erklärung dieser Persönlichkeit gefehlt, dieser Psyche. Und so muss ich mich auf das verlassen, was ich eben Kredenz bekomme. Und das ist dann häufig doch eben die Betonung von schöner Landschaft und von reicher, opulenter Ausstaffierung der Figuren. Und das ist mir zu wenig tatsächlich. Also da störte mich dann doch Kitsch und romantischer Überschwang. Stephen King, der Godfather of Spannungsliteratur. Ich habe von ihm gelesen Stark und Shining. Ja, ich dachte eben eine Zeit lang, ich müsste mich doch jetzt endlich mal mit dieser in meinen damaligen Augen so 0815-Literatur beschäftigen. Denn alle reden ja über Stephen King und ich wollte ja auch nicht so absichtlich auf meinem hohen Ross in meinem Elfenbeinturm bleiben. Und ich dachte so, ich trete jetzt einfach mal sozusagen
wie der hohe Albatros, ja, nach unten auf das Schiff, auf dem die Matrosen mich dann stiefeln, und ich werde jetzt meinen Stephen King lesen. Und dann habe ich mir bei Toto liest oder so, habe ich mal angeschaut, was er toll findet, habe ich Stark gelesen, und ich dachte die ganze Zeit, ja, du findest das jetzt toll, nee, das ist wirklich spannend und so, du musst das jetzt gut finden, find es bitte gut, Max, find es doch einfach gut. Aber ich fand es nicht gut, ich fand es einfach nur langweilig. Und dann dachte ich schon, gut, ich muss jetzt aufgeben, auch wenn ich es mir wirklich schöner geredet habe. Und dann habe ich Shining gelesen und bam, war ich überwältigt. Ich war sowas von überwältigt von diesem unfassbar guten Shining, weil ich das psychologisch so intelligent fand, weil ich diese Sprache so mochte, weil ich die Figur oder eigentlich alle drei Figuren so interessant aufgebaut fand. Und die hatten so zahlreiche Konflikte, die manchmal offen zutage traten, die manchmal aber sublim behandelt wurden. Das hatte eine solche Wucht für mich, dass ich beim Lesen unter die Couch schauen musste, ob sich dort vielleicht ein Monster befindet. Und das sagt doch schon alles über die Qualität dieses Buches. Und deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich weiterhin Stephen King belesen werde. Aber ich glaube, es gibt auch einige Werke, die wahrscheinlich dann nur dieses Splatterhafte enthalten, die dann vielleicht auch so typische Money-Werke sind, wo einfach ein bisschen Kohle brauchte. Und dann ist es dieser typische... Was heißt typisch? Ich habe zu wenig gelesen, aber sehr viel Brutalität und Menschen töten sich gegenseitig und stehen hinter einer Tür und axten sich nieder. Und dann gibt es natürlich immer Schriftsteller, die irgendwas schreiben und das passiert dann. Und das ist mir dann häufig nicht gut genug. Und dann habe ich noch gelesen von Abbas Kidar, Palast der Miserablen. Dazu hatte ich ja vor kurzem eine Besprechung schon abgedreht, die könnt ihr euch gerne anschauen. Habt ihr vielleicht auch schon getan. Ein Unterhaltungsbuch, das mir gut gefallen hat, das eben das Leben in Irak beschreibt, dabei dann aber auch an einigen Punkten vielleicht nicht mehr hinterherkommt, mit einer Reife eines vielleicht schon 20-Jährigen eben weniger gut zusammenpasst, wie mit der Figur eines 12-Jährigen. Also da fand ich dann vieles auch sprachlich nicht so ganz gut gelöst, aber insgesamt auch ein lesenswertes Unterhaltungswerk. Ja, das sind jetzt die Werke in diesen zwei Regalbrettern. Schauen wir uns mal an, was ich alles nicht habe. Wir beginnen bei H. Ich habe nichts von Elke Heidenreich, was ich gerne hätte. Hemingway fehlt ja auch. Da habe ich tatsächlich ein Werk gelesen, das ich aber nicht bei mir besitze. Robert Harris möchte ich seit längerer Zeit mal lesen. Ich glaube, Imperium hat er ja geschrieben. Denn hin und wieder mag ich einfach einen richtig schönen Schmöker auch mal. Nick Hornby, auch der fehlt noch. Wie ich finde, auch ein lesenswerter, lohnenswerter Autor. Und Siri Hustvedt. Eine, wie ich vermute, höchst komplex schreibende Autorin, die ich aber auch kennenlernen möchte. Mit I fehlt mir auf jeden Fall noch Henrik Ibsen. Wo ist der? Ja, keine Ahnung. Der ist bislang auch einfach durchs Raster gefallen. Mea culpa, Schande über mein Haupt. John Irving fehlt auch, aber von dem habe ich schon Hotel New Hampshire gelesen oder New Hampshire. Ich wusste einfach nie, wie es heißt. Ich vermute mittlerweile stark, es heißt New Hampshire. Ihr wisst ja, ich bin nirgends hingekommen. Meine größte Reise ging nach Dessau, sage ich immer. Deswegen weiß ich nicht. Aber von ihm möchte ich auch noch einiges lesen. Mit J fehlt Henry James ebenso wie... Und James Joyce fehlt natürlich auch, aber der wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang fehlen. Wer fehlt noch? John Irving hatte ich schon gesagt. Aber es fehlt außerdem noch Ionesco. Genau. Eugene Ionesco möchte ich auch noch unbedingt lesen. Ebenso wie Uwe Jonsson, der fehlt. Aber von ihm habe ich immerhin... Ja. Was habe ich denn gelesen? Natürlich die Mutmaßungen über Jakob. Und es fehlt auch noch Ernst Jünger. Stahlgewitter, in Stahlgewittern, irgendwas mit Stahlgewittern. Auch das möchte ich noch kennenlernen. So, das war das heutige Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr immer noch an Bücherbord seid. Und auch beim nächsten schlechten Wortspiel begrüße ich euch wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei... Tschüss!